Hüttenwirteleben ist halt auch auf und ab. Wenn es schönes Wetter ist, rennst du die Bude ein. Wenn es schief ist, musst du halt auch damit umgehen, dass da einfach mehr Lader rumsitzt. Und, aber es ist einfach auch, es muss eine Leidenschaft sein, sonst machst du das nicht. Wir befinden uns da am südlichen Ausläufer vom Schneeberg am Gans auf 1250 Meter Seehöhe. Das ist Reichenauer Gemeindegebiet im südlichen Niederösterreich. Ich bin der Marco Auer, ich bin der Hüttenwirt von der Knofleben und bewirtschafte es zusammen mit der Jennifer, mit meiner Lebensgefährtin, seit 2017. Ich habe mich zuerst in den Mann verliebt und dann in die Hütte. Die alte Hütte hat meine Schwiegermutter schon bewirtschaftet und durch das sind wir zu dem gekommen und uns war relativ schnell klar, dass wir das gemeinsam machen wollen. Knofleben, der Name kommt von der Knofleben eben da, von der Wiese. Das ist vom wilden Bärlauch, was bei uns im ganzen Frühjahr überwächst, ist das schon seit vielen, vielen Jahren die Knofleben. Also vor 2 Wochen zum Beispiel haben wir erst das 100-jährige Jubiläum gefeiert darum. Es gibt seit 100 Jahren ein Naturfreundehaus Knofleben auf der Knofleben. Die Hütte an sich ist aber, wie man offensichtlich sieht, nicht so alt. Die ist jetzt genau 10 Jahre alt, weil die alte Hütte leider 2011 abbrennt ist. Aber 2012 haben wir dann im Endeffekt schon wieder mit den neuen Hütten aufgesperrt. Jetzt nicht direkt an der Bahn oder so, dass man bei uns einfach vorbeigeht oder sowieso vorbeikommt, sondern man muss sich bewusst uns als Ziel aussuchen. Wir sind sehr wetterabhängig. Es gibt Tage, da kommt niemand und es gibt Tage, da kommen wahnsinnig viel. Und das ist einfach immer verschieden. Wir wissen mittlerweile, wie wir das ein bisschen planen können. Wir schauen das Wetter voraus und ja. Die Planung ist für uns halt wichtig, weil wir uns halt dann noch richten. Für die Lebensmittel einkaufen, vor allem einfach, dass wir ein bisschen wissen vom Kochen, dass man weiß, was man vorbereitet und so weiter. Nicht? Und dass man sich ein bisschen darauf einstellen kann, was los ist. Also arbeiten dann da Roman, die Jennifer und ich. Wir haben 2 Burschen aus Nepal in Denshin, in Dauer. Die arbeiten jetzt schon über 10 Jahre bei uns. Ursprünglich war geplant, dass die Nepalesen das Handwerk da lernen und daheim umsetzen. Die sind da hergekommen durch die Bergsteiger, die bei ihnen Urlaub gemacht haben. Das waren Trekking Guides. Sie machen es zum Teil noch immer so. Mittlerweile sind Saisonkräfte, ohne die wir in die Berg auch gar nicht mehr arbeiten konnten, weil es einfach unverzichtbar sind. Ohne unsere Buben waren wir gar nichts da. Wir sind autark in dem Sinn, außer dem Diesel, was wir für unseren Generator brauchen. Wir haben zwar eine Forststraße, was ein großer Vorteil ist im Vergleich zu anderen Hütten. Also wir können uns selber mit der Forststraße versorgen, haben aber sonst eigentlich keine Anschlüsse. Wir sind also sozusagen eine sogenannte Insellage. Das heißt, wir produzieren unseren Strom selber, bereiten das Wasser selber auf, sind im Karstgebiet von der Wiener Hochquellwasserleitung. Das heißt, darum gibt es auch keine Quellen, keine Brunnen, keine Bäche, sowas in der Art. Wir sammeln unser Regenwasser, bereiten das selber auf, produzieren den Strom selber und sind halt auch, wenn wir der ganze Lahrümling auf uns selbst gestellt, sage ich jetzt mal, was das betrifft. Ja.
Trinkwasser haben wir leider nur in Flaschen, das müssen wir aufbringen. Ja. Wir haben eine Regenwasseraufbereitung mit einer UV-Bestrahlung, das darf man zum Kochen und so weiter verwenden, ist aber kein Trinkwasser und haben wir auch leider nicht in den Mengen. Wasser ist bei uns oben eigentlich das größte Problem. Dadurch, dass es halt so wenig Niederschläge gibt, wir haben 220 Quadratmeter Dachfläche, wo wir Wasser sammeln können. Da kann man sich ausrechnen, wenn es jetzt einmal 10 Liter am Quadratmeter regnet, sind das 2000 Liter Wasser, ein bisschen mehr, und das ist jetzt auch nicht so die große Menge. Wir sind von Reichenau, Buchberg, Kaiserbrunn überall erreichbar. Der Weg zu uns ist über die Eng, der Reichenauer Bayerbach, und der einfachste Weg, den man auch mit Familien gut gehen kann, ist von der Baumgartnerstation, das ist die Mittelstation von der Schneebergbahn, über die Forststraße zu uns. Eigentlich sind wir das Endziel, aber wenn man auf Schneeberg gehen will, dann sind wir eine Zwischenstation und in ca. 4 Stunden ist man dann oben. Das ist familientauglich, weil wir Wege daher haben, die mit Kindern machbar sind, die einfach sind. Du kannst die Kinder rauslassen, es kann ihnen nichts passieren. Und das ist oft bei höher gelegenen Hütten ziemlich schwierig, weil einfach die Gegebenheit einfach anders ist.